Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dark Souls im DLC-Gebiet. Ja, wir haben uns eine Kleinigkeit besorgt, sodass wir hier in dieses Gebiet gehen können und sind in der letzten Folge, na, nicht wirklich kläglich, aber knapp am Boss gescheitert. Ja, jetzt kommt die Rache. Und wir wollen natürlich auch unsere Fehlmenschlichkeit wieder haben, die das jetzt gerade uns gestohlen hat, ne? Wo liegen wir denn? Da drüben. Da war ich zu langsam. Das war ein bisschen zu lahm. Na, shit! Hast du denn jetzt hingeballert? Haben wir gehabt. Scheiße, es hat zu lange gedauert. Au. Jetzt. Au. Mann, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Bist doch eine kleine, verdrängte Mistkröte. Ja, ich lasse dich erstmal machen. Meine Güte, Alter. Ein Schlag nur noch. Und das ist er. Aus mit dir! Die Wächterseele. So, und ein bisschen Menschlichkeit. Und außerdem 30.000 Seelen. Ich glaube, aus der Richtung kamen wir, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken uns erstmal die Wächterseele an. Die Seele des weißen, geflügelten Löwen, der über das Mausoleum wachte und die Ausbreitung der Finsternis fürchtete. Der Wächter besaß auch andere Eigenschaften als die eines Löwen und war somit kein gewöhnliches Tier, sondern eher eine Art Dämon. Ja. Aber offenbar eigentlich. Weiß nicht, wenn er die Finsternis fürchtet. Wenn er Sorge hat, dass die Finsternis hier ein Heim fällt. Ich glaube, aus dieser Richtung kamen wir.
Aber wenn wir gerade schon mal hier sind. Wir machen nochmal Konditionen. Ich hau alles irgendwie gerade auf Konditionen, ne? Meine Schaden müssen wir nicht wirklich sehr viel mehr machen. Wir machen eigentlich schon genug Schaden. Gut, Lebenspunkte kann man immer noch gebrauchen, ne? Jetzt haben wir fast schon den alten Status an Ausdauer erreicht, den wir hatten, bevor wir ja, den Ring weggeschmissen haben. Wo lass hier im Mausoleum? Und hier ist noch ein weiteres Leuchtfeuer. Wir schauen uns das erstmal ganz kurz hier um, ne? Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Wie zum Beispiel einen riesigen Pilz mit Augen, mit dem wir reden können. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Dein aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness, but Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Vorzeitmensch war hierbei nicht wirklich die richtige Übersetzung. Primeval heißt einfach nur das urtümlich Böse eigentlich, ne? Das ist nicht, hat nichts mit vorzeitlich zu tun. Ja, natürlich, wir retten sie erneut. Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Uruseel. Du kannst also Zauber. Tatsache. Auch fast dieselben Zauber, die... Ne, eigentlich sogar ganz genau dieselben Zauber. Und auch mal dieser Beschleuniger. Warte mal, was bringt denn dieser Beschleuniger? Ist der besser als unserer? Kann ich von hier aus nicht sehen. Ich glaube, rein theoretisch ja. Das hat ein Gewicht von 0,5. Dann holen wir uns doch mal. May the flames guide thee. Die 2. Der wiegt echt noch mal ein bisschen weniger. Hat Magiebonus 180. Nehmen wir doch. Sieht wirklich aus wie ein ganz kleiner Zweig. Reicht aber immer noch nicht. Wir haben jetzt eine Belastung von 33,6. Wir bräuchten also 123, 124 an maximale Belastung. Nicht mehr weit, dann haben wir es ja. So, mal gucken, liegt dir da noch irgendwas verborgen? Das wird schon Grund haben, warum ich suche, ne? Also, ja. Hier irgendwo lag auch noch was rum. Da. Menschlichkeit. Immer wieder gern. Das war nicht das Einzige, was hier rumlag, aber ich finde gerade nichts mehr. Dann anscheinend doch. Nun gut, machen wir mal weitere Schritte hinein in diese alte Welt. Na du, was ist denn da oben? Erkennt ihr jetzt schon, wo wir hier sind?
Stellt euch mal vor, da vorne ist ein Wasserfall. Das ist der Finsterwurzgarten. Und da kommt der erste Gärtner. Wieder Muskeln bei sich haben. Also vielleicht sind das diese komischen Bäume, die wir im Finsterwurzgarten getötet haben. Die sehen hier halt noch ein bisschen frischer aus. Dort drüben befindet sich unser Ziel. Das erste Ziel, wohlgemerkt. Da oben liegt doch was. Das habe ich doch gerade blitzen sehen. Ein inaktiver Fahrstuhl. Echter Stulpen. Das ist besser als unsere Rüstung, aber wiegt auch dementsprechend mehr. Stulpen der steinernen Ritter, die über den Mausoleumswald wachen. Die steinernen Ritter sind durch Magie erweckte Golems und ihre verzauberten Stulpen sind bedrückend schwer. Über diese kleine Mauer kommen wir also nicht rüber. Das ist ja auch interessant. Müssen wir uns merken, dass da oben noch was liegt. Aber wir gucken mal uns lieber alles ganz genau an. Ne? Kann ja quasi fast überall, kann ja quasi überall was versteckt sein. Ah ja. Das sind einer dieser steinernen Wächter. Nicht davon treffen lassen. Das haut nämlich eine ganze Menge Schaden. Glück gehabt. Lässt was fallen, funkelt die da nicht. Liebend gern. Nehme ich liebend gern mit. So, und jetzt gehen wir mal das Ganze doch wieder ein bisschen vorsichtiger an. Benehmen uns mal wie ein Profi. Ich dachte mir nicht noch, na, das schaffe ich doch noch auszuweichen. Genau in die falsche Richtung ausgewichen, schön.
auch schlecht. Dringend heilen. Und dich irgendwie loswerden. Scheiße. Ihr seid gestorben. Ja, natürlich bin ich das. Ah, ich bin quasi Moos. Ja, die Gärtner sind eigentlich nicht so das Problem. Einzeln. Vielleicht nochmal zwei gleichzeitig. Aber zusammen mit den Steinwächtern nie zu kommen. Noch getroffen, na gut. So, wo liegen denn meine Seelen da? Gar nicht mal so weit weg. Wisst ihr was? Wir haben 4 Menschlichkeit. Wir werden mal ein bisschen was nutzen. Einfach um hier mehr Flakons zu haben. Um uns die Sache ein bisschen zu erleichtern. Ausstellung umkehren. So, Nummer 10. Ah, aber das reicht mir noch nicht. 15. Ach, er kommt wirklich. 20 Flakons. So. Das sieht hier auf jeden Fall sehr viel freundlicher aus als der Finsterwoodsgarten, ne? Oh, so mit Güte. So, mal gucken, ob hier irgendwo noch was lag. Kann ich jetzt aber gerade nichts erkennen. Eine verzierte Hacke. Furchtbar wichtig. So. Du läufst lieber davon. Du willst mich doch in irgendeine Falle locken, das sehe ich doch. Vier gleichzeitig. 3. 2. No. Ach, noch ein Nachzügler. Kommst ein bisschen später, deine Kumpels sind schon alle tot. Da,
14. Hacke, schön. Du wachst irgendwas Tolles. Ach, scheiße. Ich hab dich nicht gesehen. Ich war mir gerade nicht sicher, in welche Richtung ich jetzt eigentlich ausweichen will, ne? Also, weiche ich lieber gar nicht aus. Ah, das war dumm, das war zu spät. Jetzt aber mal in den Hintern gepiekt. Mal ein bisschen die Ausdauer wieder auffüllen. So. Das war zu spät. Der dritte Schlag reicht aus, um ihn aus seiner Balance rauszuhauen. So. Gut, unser Schwert ist noch nicht perfekt. Wächtergamaschen. Also hier verteilt finden wir die Rüstung dieser Wächter. Ja, einfach mal ganz kurz hier hochgehen. Vorsichtig. Ne, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da hinten rechts zwischen den Bäumen ein Item ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier so eine Pflanze, so eine Leuchtepflanze. Können wir auf jeden Fall weitergehen. Hallo, Kalamit. Nice to Kalamit you. Ein uralter Drache. Muss gestehen, ich habe den niemals besiegt. Ist nur ein optionaler Boss, zum Glück. Den ich hier aber diesmal sehr gerne mache. Hallo! Du hast mir gerade meine Echse verdorben. Ich hoffe, du bist happy. Weg, ne? Ja, scheiße. Ich hätte schneller sein müssen. Na gut, beim nächsten Mal. Ein seltsamer Dampf. Seltsame schwarze Pflanzen. Oder schwarzer Boden. Unheimlich. Ach, jetzt kommen die sogar mit Gartenscheren an. Danke, ich brauche keinen neuen Haarschnitt. Gute Nacht. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier rüberkomme. Ich glaube schon. Wäre ich beinahe drauf reingefallen. Dein Wächterhelm. Fehlt uns ja nur noch die Rüstung. Dann haben wir
dieses Set auch komplett. Da oben liegt noch was. Da ist noch ein Gärtner. Mit einer Harke. Da liegt auch noch was. Elisabeths Pilz. Ein sehr interessantes Item. Ein Verbrauchsgegenstand. Heilzeit für viele TP. Ein großer medizinischer Pilz von Elisabeth, Wächterin des Mausoleums. Wenn der Pilz gegessen wird, kräftigt er den Körper und heilt kurzzeitig viele TP. Seine enorme Wirkung kann für einen Krieger den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Weiß gar nicht, kann man den bei ihr kaufen? Also ich hab... Nee, stimmt, ich hab... Ja, nee, da gab's nur den Stab. Das würde da oben, will ich gerne noch. Da gab's nur den Stab und... die Zauber. Mal hier oben gucken. Da liegt noch ein Gegenstand. Also müssen wir doch gleich nochmal darüber, ne? Ja. Scheiße. Super. Mal vergessen, WhatsApp auszumachen. Wo komme ich jetzt gerade? Von hier kam ich, aber wir wollen ja dann nochmal rüber. Das heißt, wir müssen hier rüber. Hallo? Wo bist du denn hier? Warst du die ganze Zeit schon hier? Da steht noch einer. Da ist die Wächterrüstung. Haben wir das gesamte Set komplett. Da lag auch noch was versteckt. Gauks großer Pfeil. Großpfeil, den Adlerauge Gauk, einer der vier Ritter von Fürst Gwyn, für die Drachenjagd benutzte, benötigt Großbogen. Gauk fertigte persönlich die Steinspitze und umwickelte den Schaft mit Baumrinde. Das heißt, ja, Gauk ist ja eigentlich eine von Fürst Gwyn. Die sitzen ja eigentlich da oben, ne, in ihrer göttlichen Stadt Anolondo. Und warte, wenn ich hier runtergehe, dann brauche ich ja da nicht rüberspringen. Und ja, vielleicht hat da jemand Drachen gejagt. Deswegen die Pfeile in einer Leiche steckten. War ein kleiner Drache. Na, kommt her. Holt euch mal eure Packung ab. Bist du jetzt bald mal fertig da?
Moosklumpen. So, da liegt das, was ich haben möchte. Einfach nur eine Ritterseele. Aber Seelen sind Seelen. Immer nützlich. So. Emsige kleine Bienchen. Ich vertraue euch nicht. Wahrscheinlich sogar zu Recht. Eine Goldmünze. Und dort befindet sich Ulassiel. Wir sind fast da. Da befindet sich auch nochmal ein Steinwächter und jede Menge Gärtner. Wo hast du denn deinen Kopf, sag mal? Da war noch so ein Steinwächter und wir haben jetzt alle aufgeweckt. Eieieiei. Okay, wir suchen mal das Heil in der Flucht. Vielleicht ein klein bisschen feige. Aber ich werde jetzt hier nicht sterben. Jetzt sind wir schon so weit. Da haben wir noch einen Gegenstand. Nein, das ist eine Echse. Nein, scheiße. Nur ein Gegenstand. Über die ganze Aufnahmesession hat sich einmal geblinkt und jetzt heute natürlich, jetzt natürlich in dieser Folge kurz vor Ende zweimal. So. Da hinten liegt noch ein Gegenstand. Sehr gut. Au! Was war das denn für eine Attacke? Die habe ich ja gar nicht kommen sehen. Interessant. Mal versuchen zu beeilen. Wir wollen diesen Gegenstand hier noch haben. Kriegerseele. Und jetzt nichts hier weg. Hat gut funktioniert. Au. Hu. Knappe Geschichte. Sehr, sehr knappe Geschichte. So. Ach ja, bin ich falsch. Hier bin ich natürlich falsch. Wir müssen darüber. Dort werden wir heute nicht mehr reingehen. So, ein interessanter Typ. Sieht nicht so aus, als wäre er hier von dieser Welt. Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past? Offenbar
kennt er sich aus. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Ebenfalls ein Zeitreisender. Did you happen across Knight Artorias? The legendary Abyss Walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I care. It's none of my business. Tja, vermutlich genau dasselbe, was sie auch dich fragte. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Ich kenn dich nicht. Eigentlich hast du bestimmt eine ganze Menge zu erzählen. Zum Beispiel, wie ist es denn bei dir in deiner Zeit? Ich gebe euch einen Rat, spielt Bloodborne. Dann wisst ihr es. So. Der verkauft Menschlichkeit. Nagelknochen. Wie auch immer er an diese ganzen Sachen rangekommen ist. Natürlich auch noch Pfeile und Bolzen. So long. Leb auch du wohl. Ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr wieder. So, hier haben wir jetzt eine kleine Abkürzung freigeschalten. Yippie. Hier sind wir jetzt nämlich an dieser Stelle. Also dann. Ich würde sagen, ich beende diese Folge jetzt hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu Let's Play Dark Souls. Ja, super. Ach Mensch, letzte Wort, vollkommen professionell. Ja, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Und nächstes Mal schauen wir uns weiter in diesem königlichen Wald hier um. Guti, genug gelabert. Bis dann.